Schön, dass ihr und Sie alle hier seid. Ist das zu laut? Das klingt ja... Nein, ist gut. Wir freuen uns, hier zu sein. Wir sind sozusagen ein Hamburger, naja, Urgestein nicht. Etwas mehr als 2 Jahre ist es her, dass wir uns gegründet haben. Unser Sitz ist in der Tat in Hamburg, aber es gibt noch keine Regionalgruppe, beziehungsweise gibt es jetzt und sie startet offiziell ab dem heutigen Tag. Und wir freuen uns sehr über die Einladung von Anne und der Regionalgruppe. Und wir freuen uns vor allen Dingen auch auf eure Ideen danach. Wir werden jetzt kurz oder mittellang nochmal erzählen, warum es Sinn macht, Cradle to Cradle überhaupt in der Gesellschaft umzusetzen, wo die Probleme liegen und dann näher auf das Konzept eingehen und dann im Anschluss natürlich auch berichten, wie die Vereinsentwicklung in den letzten 2 Jahren gelaufen ist, was wir so für Meilensteine vorhaben. Ich von meiner Seite sage vielleicht noch persönlich dazu, dass ich mich auch freue, heute hier an der TU zu sein zusätzlich, weil ich seit kurzem auch hier Doktorand bin am Institut für Technologie und Innovationsmanagement von Professor Herrstadt. Also auch hier an der TU tut sich vor allen Dingen in der Forschung was im betriebswirtschaftlichen Innovationsmanagement-Bereich. Also wer vielleicht auch interessiert ist, da noch näher einzusteigen, da wird also der Bereich auch sukzessive jetzt in der Forschung weiter ausgebaut hier, mittlerweile mit 2 Doktoranden. Genau. Und an der Stelle würde ich dann ansonsten an meine Kollegin Nora übergeben, die jetzt anfängt, in die Problematik einzuleiten. Ja, danke schön. Ja, zuerst möchte ich einmal damit beginnen, uns die Frage zu stellen, wozu brauchen wir überhaupt Cradle to Cradle? Wenn wir darüber nachdenken, definieren wir als Verein meistens 3 Probleme. Die erste Problematik ist, dass wir endliche Rohstoffe haben. Das ist wahrscheinlich den meisten auch schon zu Genüge vorgeführt worden. Dabei sehen wir halt im Bezug auf die Rohstoffproblematik, dass es ja schon etwas gibt wie ein Recycling, aber dieses Recycling etwas anders funktioniert als das Cradle-to-Cradle-Kreislaufwesen, was wir uns vorstellen. Und zwar wird natürlich beim gängigen Recycling etwas produziert und am Ende, nachdem ein Produkt nicht mehr gebraucht wird, wird gesagt, was machen wir jetzt? Vielleicht können wir diesen Wertstoff ja noch irgendwo für verwenden. Bei Cradle to Cradle geht es aber genau darum, von vornherein sich zu überlegen, was wir mit diesem Produkt machen wollen und wie wir von vornherein am Ende, nachdem wir das Produkt nicht mehr benötigen, damit weitergehen. Das heißt, es gibt da schöne Beispiele, wie zum Beispiel, dass beim gängigen Recycling aus PET-Flaschen ein Pulli gemacht wird. Danach, nach dem Pulli, wird eine Punkbank draus gemacht. Und der Kunststoff wird ja weiterhin verwendet, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Das heißt, es findet ein kontinuierliches Downcycling statt. Und uns ist es wichtig, dass genau das nicht stattfindet, weil und genau diese Verunreinigungen, die dazu beitragen, dass ein Downcycling stattfindet, dass das nicht mehr stattfindet und von vornherein sich überlegt wird, wie kann ein Kunststoff zum Beispiel hergestellt werden, sodass er in einen Kreislauf fließen kann. Dabei haben wir auf unserer Erde, in unserer Problematik, ja immer die Problematik, dass wir von der Wiege bis zur Bahre, das ist sozusagen oft die Ausdrucksweise dafür, wir nehmen einen Rohstoff aus der Erde, produzieren etwas und am Ende landet es auf dem Müll. Und genau um aus diesem Paradigma rauszukommen, daher kommt auch so ein bisschen der Name für alle, die sagen, was soll Cradle to Cradle eigentlich? Ja, nicht mehr von der Wiege zur Bahre, sondern wieder von der Wiege zu Wiege, immer wieder einen neuen Nährstoff zu haben. Diese Problematik lässt sich auch an dieser Grafik ganz schön darstellen und ganz schön sehen. Wir sehen hier die Rohstoffe, die schon relativ bald alle aufgebraucht werden. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Man sieht teilweise 300 Jahre, teilweise aber auch nur noch 13 Jahre für den langen Balken. Wenn wir das jetzt ein bisschen genauer betrachten, dann können wir hier sehen,
Das ist einmal, sozusagen einmal gibt es den langen Balken und den kurzen Balken. Die sind einmal verdreht, weil die von den verschiedenen Seiten kommen. Aber da können wir sehen, dass wenn wir zum Beispiel Indium, so wie wir es momentan verwenden, hält es noch 13 Jahre. Wenn wir aber Indium so verwenden wollen, dass wir die Hälfte eines durchschnittlichen Amerikaners auf der ganzen Erde verbrauchen würden, dann würde es noch 4 Jahre halten. Und das zeigt ja schon sehr, dass es ja ein Problem ist, was nicht so weit weg ist. Natürlich mit dieser Ressourcenfrage stellt sich auch die Frage, wo kriegen wir unsere Ressourcen her und wie entstehen zum Beispiel Abhängigkeiten von anderen Ländern. Also wir sehen zum Beispiel, Phosphor ist ein Element, was wir brauchen, um unsere Felder, also um zu leben. Leben braucht Phosphor. Das heißt, jeder Mensch muss jeden Tag Phosphor aufnehmen und Phosphor wieder abgeben. Jede Pflanze muss Phosphor zu sich nehmen, um zu wachsen. Und wir haben jetzt schon die Problematik, dass wir erstens uns abhängig damit machen, abhängig von anderen Ländern sind, die den Phosphor abbauen, damit wir ihn auf unsere Felder bringen können und dann danach er aber in den Kläranlagen nicht zurückgewonnen wird, sondern immer noch auf den Deponien landet mit dem Klärschlamm. Und andererseits haben wir aber auch mit diesem Phosphor, was wir auf unsere Felder bringen, riesige Mengen an anderen Elementen, die unseren Boden verunreinigen und schädigen. Also so auch zum Beispiel radioaktive Elemente, die wiederum ja, den Boden wirklich belasten und natürlich dadurch auch unsere restliche Produktion belasten. Hier können wir auch ganz schön sehen, wie abhängig wir doch von einzelnen Ländern sind. Wenn wir zum Beispiel oben China angucken, das ist für 2008, das hat sich ein bisschen verschoben, aber die Tendenzen sind trotzdem ähnlich. Und wenn man sich das zum Beispiel auf einem für so ein Auto anguckt, dann sieht man genau, okay, wo werden diese ganzen seltene Elemente verwendet. Nun kann man natürlich sagen, okay, das macht alles im Moment noch gar kein Problem für uns, aber alleine, wenn wir uns diese Ressourcenfrage angucken und uns überlegen für Unternehmen, es macht jetzt schon Sinn, umzudenken und Rohstoffe wieder zurückzubekommen, weil wir hatten, wie man an dieser Grafik ganz schön sehen kann, schon vor einigen Jahren den Punkt, an dem es wirklich immer weiter doch runtergegangen sind, die Preise immer runtergegangen sind. Und ab dem Moment hier ist es aber so, dass die Rohstoffpreise deutlich steigen. Kommen wir zum Problem 2 und das ist die Verschmutzung. Die Müllproblematik, die sich mit unserer Produktion stellt, die kennen wahrscheinlich die meisten. Denn Kunststoff ist ein unverrottbares Problem, zumindest in dem Maße, wie es momentan hergestellt wird. Ja, wir haben riesige Meere, riesige quasi Kontinente schon an Kunststoff in unseren Meeren. Und ja, es gibt teilweise Stellen im Meer, da ist der Kunststoff, das sieht man oben rechts, vielleicht kann man das leicht sehen, aber da ist der Kunststoffgehalt im Meer bis zu 7-mal höher als der von dem Plankton, der normalerweise da schwimmt. Das bringt uns auch wieder zum dritten Problem, und zwar unserer Gesundheit. Unsere Gesundheit und die Gesundheit der anderen Lebewesen auf dieser Erde, die dadurch gefährdet ist. Gucken wir uns zum Beispiel diesen Fisch an, sehen wir hier ein Beispiel, in dem Kunststoffteile in diesem Fisch gefunden worden sind. Und das ist nur ein Beispiel für Tiere, die Kunststoff zum Beispiel essen, wenn sie durch die Meere fliegen.
gelangen und diesen Kunststoff aufnehmen und dann an dem Kunststoff verhungern. Hier ist zum Beispiel ein anderes Bild, das ist ein Wal. Das Bild ist vom letzten Jahr, also letztes Jahr aufgenommen. Und da ist ein Wal in Holland an der Küste angestrandet worden. Und der ist dadurch, dass er so viel Kunststoff im Magen hatte, verhungert, weil der Magen war voll. Und da ging keine Nahrung mehr rein. Und deswegen ist er mit vollem Magen verhungert an dem Kunststoff und deswegen eingespült. Auch hier sehen wir genau so ein Beispiel von einem Vogel, wo man diese ganzen Kunststoffteile drin sieht. Und das sind nur das eine, dass Tiere das aufnehmen und essen. Aber der andere Punkt ist ja auch, dass sie diese kleinen Teile, das können ja teilweise wirklich im Mikrobereich große Teile sein, die dann wiederum in den Körper auch aufgenommen werden. Und dem im Körper wirklich auch Schaden anrichten. Das heißt, nicht nur den Magen voll machen, sondern zum Beispiel zu Entzündungen führen, zu Veränderungen im Körper. Geschweige denn von den Zusatzstoffen, die noch mit drin sind, die sonst sich auf den Hormonhaushalt und auf den sonstigen Körper einwirken. Diese Problematik stellt sich natürlich auch für den Menschen. Das heißt, einerseits stellt sich die Problematik für den Menschen, weil der Mensch zum Beispiel ja auch Teil der Nahrungskette ist und auch diese Fische zum Beispiel aufnimmt und dadurch die Giftstoffe in dem Fisch auch wieder mit aufnimmt. Zum anderen stellt sich diese Problematik auch für den Menschen, die wir uns selber machen. So sehen wir zum Beispiel in diesem Rucksack oder diese Tasche, die mit relativ guter Intention produziert wurden. Der Gedanke dabei war, ich möchte was Gutes für die Umwelt tun, ich möchte nachhaltig sein, ich benutze alte Autoreifen, alte LKW-Plan und mache daraus wieder eine Tasche und dann ist es doch schön, dann habe ich doch was Gutes getan. Das Problem dabei ist, dieser Rucksack hat circa 500 giftige Chemikalien, die wir auf unserem Körper dann tragen und die wir jeden Tag mit uns rumtragen, weil dieses Material, ein Autoreifen, nie dafür gemacht wurde, dass wir es an unserem Körper tragen. Auch genauso die Tasche, die nie dafür gemacht wurde, dass wir sie neben unser Bett legen und schön noch einatmen, die ganzen Gase, die aus dieser Tasche ausdunsten. Das liegt daran, weil halt nicht von vornherein sich überlegt wurde, wie können wir ein Material schaffen, was danach vielleicht noch zu einer Tasche werden kann, oder sich von vornherein überlegt wurde, was sind das für Materialien, die wir verwenden, sondern halt im Nachhinein. Ja, die Problematik kennen wir genauso bei Kinderspielzeug. Ich glaube, so gut wie keiner hat nicht schon mal irgendwie die Nachrichten angemacht und einen Bericht gehört, wie es wurde wieder irgendwelche Stoffe, Ausgasungen gefunden in Kinderspielzeug. Und da fragt man sich, wieso? Es gibt seit über 20 Jahren findet man alle halbe Jahr mindestens wieder einen neuen Bericht in der Zeitung oder wieder einen neuen Skandal mit Spielzeug, was aus Stoffen hergestellt ist, die wirklich nicht dafür gemacht worden sind, dass wir sie unseren Kindern zum Spielen geben, also gerade unseren Kindern. Und wenn ich mir dieses Bild angucke, das ist ein Ausgasungsdiagramm, da ist zu sehen, ein Kinderspielzeug, eine Puppe, die in einen Kasten sozusagen getan wurde und dann geguckt wurde, okay, in wie viel Zeit gas die was aus und dann wurde die Luft davon gemessen. Und dafür muss ich gar nicht sagen, was welcher Peak irgendwie heißt. Allein schon das sozusagen, diese Puppe, dieses alles ausgast, ist doch gar nicht das, was ich wollte. Ich habe mir eine Puppe gekauft für mein Kind und möchte gerne, dass es damit spielt, aber doch nicht, dass es mit irgendwie einer ständigen Gasbelastung ausgesetzt ist. Also geschweige denn, dass diese Gase nun wirklich auch nachgewiesen nicht
sich auf uns auswirken, sondern dazu führen, dass zum Beispiel gerade bei Mädchen so etwas wie eine Unfruchtbarkeit, eine frühere Pubertät einsetzt, es sich stark auf den Hormonhaushalt auswirkt. Genau die gleiche Problematik lässt sich dann auch wiederum sehen bei Leuten, die sogar eigentlich gerne, ja, wie bei der Tasche sozusagen vorher sagen, ja, wir wollen gerne was für die Umwelt tun, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen irgendwas machen. Oder hier, wir wollen gerne outdoor unterwegs sein und wollen uns draußen im Wald bewegen. Und dann sind es aber Materialien, die für solche Jacken zum Beispiel verwendet werden, die sich dann wiederum auf den Polkappen zum Beispiel wiederfinden lassen und einfach so stabil sind, sich nicht abbauen lassen, dass man auch nicht sagen kann, ja, man kann irgendwas, also selbst wenn sie nicht momentan nachgewiesen schädlich sind, sie reichern sich doch irgendwo an, wir finden sie doch überall wieder. Und wir können im Moment noch vielleicht gar nicht sagen, was damit eigentlich ist, mit diesem Stoff. Und deshalb sagen wir, es ist uns wichtig, dass wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, wir können auch nicht für alle Sachen, auch wenn wir immer denken, wir wären Wissenschaftler und seien so toll und können alles schon voraussagen, können wir nicht. Aber wir müssen mit den Sachen, die wir in die Umwelt eintragen, mit den Sachen, die wir rausbringen, sagen können und garantieren können dafür, dass sie sich abbauen können, dass das, was wir eingebracht haben, wieder rückgängig machbar ist. Ja, diese Problematik stellt sich lässt sich auch bei uns betrachten, indem wir sehen, dass über 40% aller Kinder Allergien haben und jede dritte Person dieser westlichen Welt Allergieprobleme irgendwie hat. Und das ist schon nur ein kleines Zeichen dafür. Es gibt genügend Problematiken, die sich immer wieder auftun. Und wie ich zum Beispiel ja vorhin auch schon erwähnte. Aber was sind die Ursachen dafür? Können wir wirklich, so wie viele es immer parodieren, sagen, dass wir zu viele auf dieser Erde sind? Wir sagen, nee, das können wir nicht sagen, sondern wir sind nur wirklich etwas zu dumm. Denn die Biomasse der Ameisen ist um 4-mal höher als unsere Biomasse. Und die Ameisen sind sogar zu 80% noch nicht mal Vegetarier. Die kriegen es aber trotzdem irgendwie hin zu leben. Sie leben durchschnittlich noch viel kürzer als die Menschen und verbrauchen daher noch einen viel, viel höheren Energiebedarf als die Menschen. Die Ameisen sind nur ein Beispiel. Man könnte auch Termiten nehmen. Die sind zum Beispiel um 8-mal mehr Biomasse als die Menschen. Aber Termiten mögen die meisten Menschen nicht so gerne wie die Ameisen. Die Ameisen sind aber dazu auch noch förderlich. Also sie sind nicht nur auch da, sondern sie sind zum Beispiel dafür zuständig, dass wir so etwas haben können wie den Regenwald, dass wir Humusaufbau haben, dass wir unsere alten Materialien, also in der Natur Materialien, die nicht mehr gebraucht werden, verrottet werden und an andere Stellen transportiert werden, um abgebaut zu werden. Also sie sind wirklich nützlich. Und wir sehen uns in dieser Debatte immer nur und sagen, wir wollen viel Geld machen, also gut in der Wirtschaft sein. Sozial wollen wir eigentlich auch sein, aber beim Ökologischen sagen wir dann, ja, wäre ja gut, wenn ich nicht da wäre. Oder wäre gut, wenn ich vielleicht gerade so Zero wäre. Zero Emission. Aber wir sagen, warum wollen wir nur Zero sein? Die Ameisen sind positiv. Warum können wir nicht sagen, wir wollen positiv sein? Ja, wir wollen einen riesigen, positiven Fußabdruck auf dieser Erde hinterlassen. Aber einen positiven. Ja, der liebe Herr Einstein hat einmal so schön gesagt, die Probleme, die es in dieser Welt gibt, können nicht mit der gleichen Denkweise gelöst werden, wie die sie erzeugt haben. Und das
ist, finde ich, ein ganz schöner Ansatz, um zu sehen, es bringt nichts, wenn wir einfach nur uns überlegen, ich habe ein Produkt, das ist schlecht, dann versuche ich ein bisschen weniger schlecht zu sein und nehme ein bisschen was weg davon oder versuche ein bisschen weniger Chemikalien reinzumachen. Aber ich denke ja noch in der gleichen Denkweise. Das heißt, wir müssen anfangen, von vornherein neu zu denken, neu unsere Produkte neu zu erfinden, komplett einmal zu überlegen, ob das, was wir gerade tun, wirklich so sinnvoll ist oder ob wir das nicht auch ein bisschen anders machen können.